Herzlich willkommen zu Live in die Wurst. Hallo. Heute Und wieder das. mit Tai und Stefan, beziehungsweise Straightwater und mir. So, ich habe dein Sehr Gesicht, schön. ich hab dein Gesicht in die Cam gehalten. Mein Gesicht. Aha. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Minion bin. Nicht nur irgendein Minion, du bist voll der Kevin. Der was? Das war böse. Voll der Kevin. Was ist denn ein. So, Was ein Kevin ist? so, ich will jetzt warte, 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 eine Entschuldigung. ME-Truhe, eine ME-Truhe. Ich brauche noch einen Fluix. Ich kann auch einen normalen Reinfluix. Was ist günstiger, ein Fluix-Kristall? Ja, ne? Gut. Ja, ne, klar. Gut. Weil das die unreine Variante davon ist. Die unreine. Ja, Du reiner bist befleckt. Fluix-Kristall ist. Du bist befleckt. Ja, du auch. Ich nö. So, tragbare Zelle wollte ich machen. Genau das wollte ich tun. So, und dafür brauche ich die ME-Truhe. Und die wollte ich gerne machen. Und dafür brauche ich das hier. Haben wir ME-Glaskabel Fluix? Ja. Hä, was fehlt denn da jetzt noch? Musst du mal im Rezept googeln. Ach, die ME-Konsole. Aha, ja, war Fruda. So, jetzt können wir aber die ME-Truhe machen. Finger weg davon, das ist meins. So. Was? Na, nichts. Ich muss Tai, nur noch mehr von deinem Haus zerlegen. kannst du mir übrigens die nächsten Tage mal einen Gefallen tun? Nee. Was Kannst du denn? mir mal, kannst du mir mal bitte meinen Horizon zurückschicken? Ja. Ja. Ich habe mir Dings jetzt geholt. Sehr schön. Stier nicht so rum. So, Energiezelle. So, was fehlt mir jetzt noch? Eine ein KME-Speicher-Rotata. Warte mal, was war das da drin? Ein. Schon wieder Logikprozessor. Oh, der Futter. Logikprozessor. Also ganz ehrlich, ich hasse das, dass man immer eincraftet oder man. Wir haben nie welche auf Vorrat. Das finde ich total blöd. Ja, ich weiß. Auch das steht auf der Agenda. So, ich gehe aber gleich wieder zum Vergnügungspark rüber. Das ist eine sehr gute Idee. Hauptsache, ich habe erstmal die tragbare Zelle. Wie lade ich die überhaupt auf? Drüben in der Fabrik stehen Charger. Okay, ja, gut, aber In nicht jetzt. einen von den Chargern hause das Ding rein und dann wird das Ding geladen. Okay, gut. Nein, aber ich mache jetzt erstmal meine Sandküste. Was für einen Zaun nehme ich denn? Oder mache ich das umzäunt oder mache ich es nicht umzäunt? Bist Ah. du schon wieder weg vom Energiesystem? Ja, was, warum? Weil ich dir jetzt die Kabel kurz abzwicke. Ach so, und darum hast du gesagt. Hü. Was? Ja, aber ich bin auch relativ froh, dass hier das dicke Kabel so weit oben ist. Weil dann brauche ich nicht ganz so viel umbauen. Sonst hätte ich eine komplett neue Leitung ziehen müssen. Ihr Mystcraft-Weltenschreiber, wie sieht das eigentlich Wir aus? sind Gibt's eher die ein. Taumaturgen. Ja, aber gibt es eine Mysten oder kann man eine Mystcraft-Welt für Yelorium Nein. bauen? Nein. Ach, Kacke. Kann man nicht. Muss ich wirklich farmen gehen? Ja, musste ich gestern auch. Ich war. Das ist doch dreckig. Ja, natürlich ist es dreckig. Aber warum haben wir denn inzwischen so einen hohen Yelorium-Verbrauch? Wir haben wie viele Reaktoren? Hier in der Welt aktiv, glaube ich, definitiv Zwei. mal zwei. Ja. Und der eine davon ist definitiv gechunkloadet, das heißt, der läuft 24/7. Lass mich hoch. Dann sollte dein Schaufelradbagger endlich mal lernen, nicht zu baggern. Ja, deswegen habe ich den anderen Yelorium, den anderen Reaktor jetzt erstmal abgeschaltet. Hab kein Sand mehr! Weil solange das da drüben nicht angeschlossen ist, wie mache ich denn das jetzt hier? Aber wenn ich schon dabei bin, ganz ehrlich. Gut. Fluppel ich das noch hier einmal ab. Ich
ich möchte meinen Rechner auf den Müll werfen. Echt? Das denke ich mir auch manchmal. Ah. So, dann kommt hier gleich noch der Weg hin und dann kommt da so eine Sitzparade hin für die Eltern. Ich hätte eigentlich die NPCs mal durchzählen müssen, ne? Schade, ich habe sie nicht von vornherein durchgezählt. Das ist ein bisschen doof. Oh, meine Spitzhacke. Da darfst du nur ganz leicht antippen, sonst reißt es dir alles runter. Das ist unglaublich. Kinders, ruckelt das bei euch gerade auch so derbe? Oder ist gerade nicht. Dein Privatvergnügen ist mit dem Ruckeln. Im Moment. Dein Privatvergnügen. Wie immer. Wichtig ist, dass wir hier noch die Laternen hinbekommen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig. So. Dann kann ich ja eigentlich schon mal von links nach rechts. Und hier ist die Mitte, ne? Ja, genau. So. Dann können die Eltern hier sitzen. Was für ein Spaß. So. Können die Eltern hier sitzen und ihre Gören beobachten? Hier habt ihr noch einen Mülleimer. So, was ist das? Was habe ich hier in der Hand? Ach, ein Teeservice. So, die Rutschi. Nein, das nicht. Hier. Die Schaukel. Was ist das denn jetzt gewesen? So, hier ist die Schaukel, die Rutsche. Dann haben wir hier diese Sandburgen. Da vorne kommt die noch hin, würde ich sagen. Und jetzt fehlt mir allerdings noch Sand. Jetzt muss ich schon wieder los. Ach, warte, den Würfel kann ich ja hier lassen. Und, ich würde schon gerne... Oh Mann, was macht denn der schon wieder? So. Relock? Okay. So. Das heißt, den Sand, den wir ausgebuddelt haben, den setzen wir hier einfach ein tiefer. So. Dann können die kleinen Kröten da drin spielen. Also es ruckelt hier ein bisschen, weil ich hier halt die ganzen Geschenke und diesen ganzen Deko-Craft hab. Diese ganze Deko-Kacke hab. Aber nach Weihnachten verschwindet das hier und dann ist es mir auch egal. So. Irgendwie hat sich die Kuh zu den Pferden, zu dem Pferdekarussell gesellt. Okay. Wow, du hast doch recht. Ja, ja, bitte. Ich habe nicht gesagt, darfst du nicht. Ich muss mal wieder mehr Sand besorgen, wa? Ich habe schon drüben bei Baal so viel Sand abgepflückt. Was man alle so viel an Offline-Arbeit macht, weil das ist einfach nur diese stumpfe, stupide. Irgendwie. So. So. Gut. Irgendwas fehlt hier noch. Da könnte eigentlich noch so ein. Achso, eine Box setze ich da mal rein, oder? So,
genau. Gut. Habe ich noch Sitzgelegenheiten? Ein Holztisch hätte ich hier noch. Was ist das? Eine Tiki-Torch? Nö, kein Bedarf. Aber nur ein Holztisch finde ich hier auch blöd. Da ist er wieder. Also langsam nimmt es hier Form an und ich hau da auf jeden Fall noch ein paar Fressbuden hin. Ach so, was ist mit meinem ME? Sonst gehe ich rüber ins Lager. Das im Moment funktioniert es gerade. Jetzt gerade ruckelt es doch hier so ein bisschen, aber es sind die ganzen Geschenke. Aber es ist nicht schlimm. So, die will ich alle nicht. Tschüss. Da habe ich noch Lichterketten. Was macht jetzt eigentlich mein... Also ich habe... Also ich habe noch ordentlich Warp, habe ich. Aber ich habe keine Attacken mehr gehabt oder so. Das machst du ganz toll. Ich freue mich immer, wenn ich andere für mich arbeiten lassen kann. Mhm. So. Da brauchen wir einen Zugang von. Ich hätte gerne noch eins. So, und was gibt's denn hier ein Spielzeug? Spiel. Spielzeugsoldaten. Können wir mal zwei mitnehmen. Was ist das? Spielzeugzug. Die nehmen wir noch mit für die Kinder. Spielzeugboot. Ja, was haben wir hier noch? Spieluhr, Kartenspiel, Spielzeug, Helikopter? Cool. Was ist das jetzt? Kartenspiel. Nehmen wir für die Eltern mit. Windspiel. Oh, das ist schön. So, und dann wollte ich gerne noch eine Schaukel haben. Kohlehaufen mit Schaufel. Schaukelstuhl, Reifenschaukel. Oh. Für die Eltern. Nee, für die Kinder. Ich wollte gerade sagen, die Eltern missbrauchen die Schaukel doch eher. Dann würde ich sagen... Ach, ein Schaukelpferd... Wird mir hier gar nicht angezeigt. Fertiges Modell entnehmen. Würde ich ja gerne, aber ich sehe nichts. Dann mach die Augen auf. Nee, irgendwas ist ja faul. So, was... Ja, die Augen nicht auf. Alte Kacke, ey. Hi. Guck. Ich geh mal lieber. Einmal Strom. Eieiei. Oh, so viel Deko-Craft. Oh, es geht gar nicht. Ich muss das aufteilen. Ich glaube, ich muss mir zu Newland verfrachten irgendwie. Was? Was? Nee, ich mach nichts. Ist alles gut. Ich höre etwas, was mir voll auf den Keks geht. Hört ihr was? Nö. Ah, dann ist ja gut. Nein. Ach, den muss ich ja auch noch mal... Wieso kann ich da... Ah, oh cool. Rare.
Hintenrum natürlich auch, weil sonst sieht es hier ein bisschen karg aus. Und ich hoffe, dass wenn die Kinder drauf schaukeln, dass sie sich hier die Köpfe anschlagen. Nein, das ist ein Scherz. Ist ja immer schön, kinderfreundliche Menschen kennenzulernen. Oh Mann, ich mach nur Spaß. Das ist ja. Mhm. Ja, ja. Ernsthaft? Guck mal, ich habe extra Sand gewählt für die Kinder, damit die... Jetzt habe ich mein Weinregal hier gelassen. Ich habe extra Sand für die Kinder gewählt, weil die sich hier nicht verletzen können. Mhm. Und dann setzt du einen Haufen Katzen aus, oder? Wieso Katzen? Naja, Katzen, Sandkasten, Katzenklo. Da haben die Kinder was zu entdecken. Das ist hammerranzig. Hör auf, ey, das ist... Oh, ich weiß das auch noch. Der Spielplatz, wo ich halt immer viel als Kind gespielt habe, oh, da waren immer die Katzen drin zum Ausscheißen, ey. Das ist, sorry, wenn ich das so sagen musste. Das ist richtig asozial, ey. Oh. Und die kleine Tai hat da mitgespielt. Nee. Und der Witz ist, ein Haus weiter, die Nachbarin, die hat auch zwei Katzen. Davon ab, dass eine Kater mir mal in meinen Anhänger gepst hat. Oh, und ich so, ja, du gute Frau, ich hätte gerne ein Mittel, um diesen Gestank aus meinem Anhänger da rauszukriegen. Für meinen Hund, so ein Hundeanhänger fürs Fahrrad. Nimm Essig. Das war mein Kater nicht. Ich sag, du, wir haben hier in der Nähe nur diesen einen Kater und das ist deiner. Und deine Tiere kommen raus. Ja, war sie gezwungen, ne? Na, musste sie das Ding besorgen. Ja, das war natürlich teurer Spaß. Und dann habe ich ihr das wieder auf die Fensterbank gestellt und gesagt, hier, fürs nächste Mal. Oh, ich hätte der guten Frau wahrscheinlich einfach gesagt, pass auf, ist okay, ich akzeptiere jetzt, dass es nicht dein Kater war. Den nächsten Kater, den ich erwische, der mir da reinmacht, den stopfe ich aus. Und danach frage ich dich, ob es deiner war. Weißt du, was das Schlimmste ist? Der Hund meiner Mutter, ja? Also, sie hat nicht nur einen Kater... Nein. Die Frau mit diesem Kater, die hat auch noch eine Katze. Und das Schlimmste ist, ich habe schon so oft überlegt, ob ich die einsammeln soll und ins Tierheim bringen soll, weil die Katze... Die Frau mit dem Kater hat auch noch eine Katze? Ja. Hör mal zu jetzt. So. Ich hör doch zu. Ja. Schreib mich nicht an, ich bin sensibel. So, pass auf. Auf jeden Fall... Pass auf. Hat die ja noch eine Katze. Ja, sie hat noch eine Katze, okay. So, und die Katze ist so dürre und voll mit Zecken und Flöhen und allem. Und ich finde das so Sünde, die tut mir so leid. Ich habe schon so oft überlegt, ob ich die Katze nicht einfangen soll und ins Tierheim bringen soll. So, auf jeden Fall, ihre Katzen kacken direkt halt auf den Rasen so, bei uns hinterm Haus. Und wenn meine Mutter dann da lang geht zum Spazieren und so mit ihrem Hund, ja, kann sie nicht immer gleich agieren. Und der Hund hat schon so oft die Katzen gefressen. Und dadurch hat der Hund eine Autoimmunkrankheit bekommen. Durch den Kot dieser Katzen. Yay. Das war also... Oh. Nee. Ja, und jetzt lebt der Hund mit Cortison. Wie unglaublich. So. Haben wir hier noch ein paar von den... Nee. Herr Neppland? Frau Tai. Frech. Wer? Du. Warum? Ist so. Wieso? Ach, hör auf. Weshalb? Stefano, hast du Lust zu töten? Das kommt darauf an, wie lange ich jetzt noch für deinen Baustein brauche. Also. Dazu müsstest du mich erst einmal finden. Das ist kein Problem. Ohne TP. Scheiße. Sonst nehme ich dir die Rechte weg. Wie denn? Du weißt ja nicht mehr, wie man auf den Server raufkommt. Also, du hast ja keinen Zugang zum Server selbst. Ich krieg das auch so hin. Jetzt fängt er wieder mit seinem IT-Scheiß an. Oh Gott, ey. Oh. Dann sag ich Stefano, er soll sich drum kümmern. Petra, Trabaha. Welten! Hast du schon so einen automatischen Braustand gebaut? Oder? Ja, der ist oben in der Truhe. Gegenüber von den anderen Brauständen ist eine Truhe. Hab ihn.
Das glaube ich dir nicht. Ich muss jetzt kontrollieren, komm noch. Kann das manchmal sein, dass die uns so überhaupt nichts zutraut? Und? Will er? Nö. Blöder. Also er, nicht du. Ach so, der kann aber doch gar nicht wollen. Ach so, weiß ich ja nicht. So, was mache ich jetzt? Ich wollte eigentlich die Augen jetzt herstellen. Wieder. Ja, hurra! Danke, Stefano. Nein, noch nicht fertig. Ja, aber er will, das ist doch gut. So, weißt du was, bevor ich jetzt noch irgendwas anderes mache, schmeiße ich den Kram wieder da rein. Das brauche ich gerade nicht, das brauche ich nicht, das nicht. Dann nehmen wir jetzt... Oh, die erste Weihnachtswerbung. Das ist schon von Ola... Oka Ola. Bitte was? Ja, von, genau. Gab's doch auch schon. So, wir brauchen Enderaugen. Die kannst du ja herstellen. Ja, das habe ich jetzt auch vor. Was ist, wieso, Lohnstaub? Bitte was? Bitte wie? Bitte her? Bitte warum? Ich brauche Lohnstaub. Ja, und? Kannst du herstellen? Ja, ja, mach ich. Mach ich. Soll ich mal nach unten gehen, lieber? Ich. Ja, ja, geh mit Gott, aber geh. Das dachte ich mir. So, arme Frau. 2, 3. Ist das eigentlich gut, dass ich schon wieder 2,5, fast 3 Stacks Zertusquarz habe? Ja, das ist schon gut, aber Alinus, Ether... Das Zertusquarz-Problem haben wir gelöst. Jetzt brauchen wir Ilorium. Ja, ja, Ilorium habe ich aber auch irgendwie 26 zumindest schon immer. So, Alinus brauche ich 64 pro Auge? Das ist hart. 64 Alinis für ein Auge. Oh. Du hast vorher kontrolliert, ob wir genügend haben. Ich guck jetzt noch mal rein. So, Alinis. Haben wir 100. Okay, ich brauche mehr Alinis. Lass mal schnell schauen. Alinis. Ich kann ja die Teilungssiegel reinhauen. Was ist denn das alles? Das ja, dann muss ich jetzt Enderperlen verbrennen. Dann mach doch. Davon ah, ja, bist doch rum, wofür? Für Alienes? Ja. Nö. Was dann? Himmelstein. Ah, okay. Nein, nicht den guten Himmelstein. Haben wir ja 220? Müssen wir halt irgendwann einmal so einen kompletten Meteoriten wegkloppen, aber wir haben noch ein paar. Jetzt nicht mehr. Ja, dann müssen wir halt mal so einen Himmelstein, so einen Meteoriten wegklopfen. Ja gut, das kriege ich auch noch hin. Du musst ja nicht alles du machen. Nee, ich bin doch hier... Können da durchaus behilflich sein. Ich bin doch hier der Farmboy. Ich finde es eigentlich schade, dass du dich selbst dazu degradierst, muss ich dir ehrlich sagen. Weil ich momentan auf nichts anderes... Ganz ehrlich. Nichts anderes was? Auf nichts anderes Lust habe. Achso. Weil ich mir bei dem anderen Zeug erstmal alles angucken muss, wie es funktionieren würde oder wie man es machen kann. Und ja, das ist... Alles gut. Kein Stress in Lettland. Ich habe halt momentan so ein leichtes Motivationsproblem. Ach, du, das kenne ich. Identitätskrise? Ja, sowas in der Drehe. Es, wenn ihr mir vor den Füßen rumkrepelt, ehrlich. Oh,
da kommt auch Tenebrae gleich raus. Das ist doch... Jetzt habe ich keinen gescannt, ne? Ah, warte, warte. Ich kann da vielleicht noch einen aus dem Ofen rausnehmen. Doch. Murmel. Okay, warte. Ach, den habe ich schon gescannt. Oh, wie doof. Ach, das... Oh ja, ich sag gar nichts mehr dazu, ehrlich. Ey. So, tschüss, arbeitet. Schneller! Schneller! Also wenn ich 12... Ich brauche 12 mal 64 Alines. Und es nervt mich irgendwie, dass ich keinen Doppelsprung habe. Lass mich rein. Nee, verkehrt. So. Wie war das jetzt hier? Das ist ein bisschen voll hier, ne? Okay. Gut, dann sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und wenn du Lust hast, bist du einfach das nächste Mal wieder dabei. Und ja. Ich sag mal tschüss. Warum beendest du eigentlich meine Folge? Beende du deine Folge? Nö, jetzt nicht mehr. Du hast sie gerade beendet. Tschüss. Tschüss.